Meine Heiligabend-Weihnachtsroutine beginnt damit, dass ich nach langem Ausschlafen voller Elan aus dem Bett aufstehe und erstmal meine sozialen Medien checke und Freunden und Verwandten eine schöne Weihnacht wünsche. Danach begebe ich mich ins Bad, um meiner Blase ein wenig Erleichterung zu verschaffen. Danach wasche ich mir natürlich meine Hände und putze mir die Zähne. Meine Haare binde ich mir erstmal nur zu einem Dutt zusammen und überlege währenddessen, ob ich nicht doch duschen gehe. Nach einer langen und ausgiebigen Dusche wird es dann für mich Zeit, mein Lieblingsgetränk zu machen, den Kaffee, ohne den ich wahrscheinlich morgens nicht zu gebrauchen wäre. Während der Kaffee in der Maschine durchläuft, wird es für mich Zeit, die Katze endlich zu füttern, da sie schon seit Stunden am Verhungern scheint. Mit dem fertigen Kaffee fläze ich mich dann erstmal schön auf die Couch und schaue mir einige Weihnachtsfilme auf Netflix an. Nach dem ersten Film habe ich mich dann doch dazu entschieden, mich schon zu schminken, da ich am Abend mit meinen Freunden ein kleines Weihnachtswichteln veranstalten werde und ich mich dafür dann ein wenig doch hübsch machen wollte, aber nicht viel, nur ein bisschen Make-up, ein kleines wenig Lidschatten, Mascara und das sollte reichen. Übrigens nochmal ein ganz großes Dankeschön an Dana, die mir diese super süßen Sailor Moon Pinsel besorgt hat, da ich in dem vorherigen Make-up-Video, das Halloween-Make-up-Video erwähnt habe, dass ich bei dem einen Mascara immer an Sailor Moon denken musste. Und ja, ich liebe diese Pinsel jetzt schon und ein ganz, ganz tolles Danke für dieses super Weihnachtsgeschenk. Mit fertigem Make-up und gewechselten Oberteil, da es ja egal ist, was man bei Videocalls untenrum anhat, schmeiße ich mich nochmal auf die Couch, trinke dabei einen schönen Kaffee und esse Spekulatius dabei und lasse dann den Morgen bzw. Mittag ausklingen, indem ich noch weiter Weihnachtsfilme gucke, bis ich dann abends irgendwann zu meinen Eltern gehe, da meine Mama Heiligabend arbeiten muss und wir dann sowieso erst spät abends und sehen werden. Ja, und das war meine weihnachtliche Morgenroutine. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch allen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, auch wenn wir es dieses Jahr nicht so feiern können, wie wir es gewohnt sind, aber lasst die Ohren nicht hängen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten, was auch immer wir machen werden und bis dahin, tschüss.